Manchmal senden Frauen Signale, die leicht übersehen werden können, aber viel über ihr sexuelles Interesse verraten. Heute sprechen wir über 6 unsichtbare Sexsignale, die du unbedingt kennen musst, um besser auf sie eingehen zu können. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leidenschaft und Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Wer kennt die Situation nicht? Du sprichst gerade eine wunderschöne Frau an und sie reagiert sehr gut, sie zeigt Interesse und noch wichtiger, sie berührt dich die ganze Zeit an der Schulter, fasst deinen Arm an, kommt einen Schritt näher zu dir, hält deine Schulter mal fest oder du hältst ihre Hand, sie streichelt von sich aus deine Finger und den Handrücken und du denkst ja so, oh krass, was geht ab? Ich verführe nicht die Frau, sondern sie verführt mich. Wenn du merkst, dass die Frau Körperkontakt zu dir sucht, dann ist es schon ein sehr, sehr starkes Signal, dass sie sexuell an dir interessiert ist. Und dann kannst du dich trauen, den Schritt fortzusetzen. In dem Fall, nach einer Minute würde ich auf ein spontanes Date gehen, wenn die Logistik von dir und von ihr passt. Und dann versuchen sie später bei einer Cocktailabend in meinem Hotel mit einer Runde Uno zu beglücken. Und das ist die Kunst dahinter. Punkt Nummer 2. Intensiver Blickkontakt. Man sagt ja, Blicke können sogar das Eis schmelzen. Durch die Augen sieht man die Seele des Menschen, denn sie sind nur das Spiegelbild. Und das ist vollkommen richtig. Wenn du jetzt mit einer Frau leidenschaftlich flirtest und du siehst, sie schaut dir die ganze Zeit in die Augen, aber nicht so ernst wie so ein Wikinger, wie so ein Krieger, wo du denkst, oh, ich renne jetzt um mein Leben, bitte bring mich nicht um, sondern sie schaut dir in die Augen ganz leicht einmal nach unten, sie lächelt dabei, sie schaut devot, ein bisschen so, sie stellt sich unter dir, du merkst das, sie gibt dir das Gefühl, dass du der Mann da bist und dass sie Bock auf dich hat und du hast, merkst selber in dir drin mit dem Blickkontakt, dass du Lust hast, schaust selber vielleicht mal auf die Lippen, hast du Lust, sie zu küssen, das kommt teilweise intuitiv und wenn das der Fall ist, dieser intensive Blickkontakt von der Frau erwidert wird, sogar sie dir diesen intensiven Blickkontakt zuwirft, dann kannst du davon sicher sein, dass die Frau zumindest ein sehr, sehr starkes sexuelles Interesse an dir hat. Das heißt natürlich nicht, dass sie vielleicht doch vergeben sein könnte und gerade emotional nicht erhältlich ist, aber das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial zwischen euch drin und jetzt ist dein Job, diesen Energie zu nehmen und es voranzubringen. Und wenn du eben keine Tipps verpassen möchtest, wie du diese Energie nutzen kannst, diese Energie voranbringen kannst, um eben Frauen wirklich in dich für dich zu binden, reihenweise zu fesseln, reihenweise zu verführen oder eine geile Beziehung mit einer wunderschönen Frau zu verführen, dann abonniere diesen YouTube-Kanal. Es kostet dich nichts und du hast dann dein Leben lang praktisch Tipps für dein Datingleben und kannst es jederzeit immer wieder anschauen, egal wo du bist. Abonniere den Kanal, mein Bester. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Punkt Nummer 3. Spielerisches Necken. Ja, du fängst zum Beispiel an, mit der Frau zu flirten, hältst ihre Hand, vielleicht bringst du mal so einen frechen Spruch. Ah, hast einen süßen Hintern. Warst jetzt gerade heimlich noch trainieren im Fitnessstudio, damit du mich beeindrucken kannst. Die so, oh ja, natürlich, nur für dich. Willst du noch mal was sehen, was ich anderes noch habe, um dich zu beeindrucken? Das wäre zum Beispiel ein sehr starkes Signal, dass die Frau zurückneckt oder die fasst deinen Bizeps an und sagt, hey, der ist noch ein bisschen zu klein. Ja, müsstest du nicht ein bisschen stärker sein, um mich zu beschützen? Oder ja, du bist mir einfach ein bisschen zu klein, bist nicht ganz mein Typ und dann fasst sie dich an, lächelt dich an. Dann sage ich, stimmt, ja, geh mal weiter runter, denn dein Typ befindet sich weiter unten, hätte ich in dem Moment gesagt. Aber man muss aufpassen auf YouTube, was man so sagt, ne? Also wenn die Frau anfängt, spielerisch, sexuell mit dir zu flirten, dich zu necken, dich zu teasen, dich ein bisschen quasi, ja, dir quasi zu sagen, hey, du bist eigentlich voll der Lappen, aber, also so spielerisch, nicht du bist ein Lappen, sondern ja, der Bizeps ist zu klein, obwohl er nicht zu klein ist. Die teast dich, die neckt dich, die macht dich ein bisschen runter. Aber auf so einer spielerischen, sexuellen Art und Weise, wenn du das merkst, dann weißt du, die Frau hat Bock auf dich. Und es ist möglich, dass du sie sogar unter einer Stunde noch in der Kiste, in der Runde Uno besiegen kannst. Und wenn du eben wissen möchtest, wie das geht, und du noch große Schwierigkeiten hast, weil du eben nicht weißt, wie du diese Signale interpretieren kannst, wie du Frauen wirklich ansprechen kannst, wie du wirklich dann die Frau mitnehmen kannst, in eine Beziehung führen kannst oder Uno spielen kannst, dann trag dich unten in der Videobeschreibung im Kontaktformular ein und innerhalb der nächsten 3 Tage werden ich dich oder mein Partner dich anrufen, gehen in einem unverbindlichen Erstgespräch deine Situation durch. Wenn das mit uns passt, starten wir direkt mit dem Coaching und binnen weniger Wochen wirst du zu dem ultimativen Frauenhelden und das verspreche ich dir, mein Bester.
Punkt Nummer 4. Unterbewusste Gesten. Wenn du jetzt zum Beispiel mit der Frau flirtest, in die Augen schaust, du merkst, sie macht sich ihre Haare zurecht. Sie biegt mal manche Sachen wieder gerade, ne? Vor allem, dass man eine schöne Sicht auf bestimmte Früchte hat. Ich liebe Wassermelonen zum Beispiel. Sehr, sehr lecker. Und wenn sie zum Beispiel dann bestimmte erogene Zonen bei sich mal anfasst und dir quasi so eine Geste gibt, dass sie gerade da offen wäre, dass du sie mit deinen wunderschönen Lippen mal ein bisschen massieren darfst. Und. Wenn du eben merkst, dass sie körperlich eben mit bestimmten Gesten arbeitet, die man sehr stark sexuell interpretieren kann, dann Jackpot. Die Frau hat mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sexuelles Interesse an dir. Und wenn du weißt, was du danach zu tun hast, hast du gewonnen an diesem Tag. Punkt Nummer 5. Nähe suchen. Du gehst zum Beispiel 2-3 Schritte beim Flirten zurück. Die Frau geht 3-4 Schritte zu dir näher hin. Du gehst auf dem Date kurz aufs Klo und du siehst, du kommst zu deinem Platz hin und die Frau hat sich schon sehr, sehr nah zu deinem Platz gerückt. Oder während dem Date rückt sie auf dich zu, fängt dann an, dich ein bisschen körperlich zu berühren. Oder du willst gerade aus dem Gespräch gehen, sie will dich gar nicht gehen lassen, läuft ein paar Schritte auf dich zu. Die Frau sucht wirklich wortwörtlich Nähe zu dir, vor allem körperliche Nähe. Wenn du das merkst und davon sicher bist, dass das der Fall ist, dann hat die Frau ein sehr starkes Interesse an dir und dann musst du einfach nur noch das, was du bei meinen YouTube-Videos oder noch besser in meinem Coaching erfährst, diese Tipps umsetzen und dann verspreche ich dir, wirst du einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den meisten Fällen leidenschaftlich Uno mit dieser Dame spielen. Punkt Nummer 6. Veränderte Stimmlage bzw. Tonalität. Jetzt stell dir vor, ich rede jetzt so mit dir und sag jetzt auf die Knie, verdammte Scheiße, 10 Liegestützen. Hier ist Sergeant Gunnery Hartman, genau vom Metal Gear Solid. Nein, Full Metal Jacket heißt der Film. Oder wenn ich mit dir rede, hey mein Bester, wie geht's dir? Ja, lange nicht mehr gesehen, schön dich wiederzusehen. Du merkst, wenn man mit der Stimme spielt, hat das eine ganz andere Ausstrahlung. Es kann sehr emotional angreifend sein, es kann einladend sein, freundlich sein. Wenn du jetzt mit einer Frau flirtest und die redet so mit dir, ja genau, ich studiere Jura, gelangweilt, kaum Tonalität, dann merkst du, okay, die Frau hat keinen Bock. Wenn die aber so redet, oh, bist ja so ein starker Mann, gefällt mir, hast ja so schöne Muskeln und ja, ich finde, du siehst auch gut aus. Wenn du merkst, sie geht mit Stimme etwas runter, wird ein bisschen weiblicher, hohe Stimme zum Beispiel bei der Frau, sehr feminine Stimme und sie spielt, sie bleibt nicht eben auf einer Tonlage und es klingt gerade nicht so, als ob sie dir gerade eine scheuern möchte, wie hey, jetzt lass mich doch mal endlich verdammt nochmal in Ruhe und verpiss dich, sondern mehr so sexuell einladend, sehr angenehm, feminin, dann, mein Bester, weißt du, dass die Frau starkes Interesse an dir hat und dann musst du wirklich einfach nur das durchziehen, was du hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal lernst oder im Coaching lernst und ich verspreche dir, wie immer, du wirst mit der Frau sehr viel Spaß haben, die Frau wird glücklich sein, du wirst glücklich sein und ich als dein Coach sowieso, weil ich stolz auf deine Leistung bin. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche auffälligen Sexsignale Frauen von sich geben beim Flirten oder auch in Dating-Situationen, dann schau hier oben rechts das Video an. Mein Bester.